So, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Ich war nämlich darauf aus, Sie mit sehr geehrten Damen und Herren zu begrüßen. Das fällt natürlich jetzt weg. Von daher, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich vor euch sprechen darf. Lieber David, herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, mein Name ist Christian Büttner. Ich bin Mitarbeiter der Stadt Nürnberg. Das heißt, einer der Schulträger, war aber selbst vorher Lehrkraft und kenne also auch die andere Seite. Und als ich mit Benny Bock über das Thema gesprochen habe, ja, was könnte der Titel der Keynote sein, war die Frage natürlich dann, ja, Schulträger und Pädagogen, die Digitalisierung der Schule geht nur Hand in Hand. Und ich habe jetzt die große Herausforderung, dass Sie alle in Liegesesseln liegen und ich die Keynote so spannend machen muss, damit Sie mir nicht einschlafen. Aber ich werde mein Bestes geben. Und bevor wir starten, kommt jetzt von mir der Werbeblock. Die Stadt Nürnberg bewirbt sich als europäische Kulturhauptstadt 2025. Die Entscheidung fällt nächstes Jahr. Ich hoffe, dass wir es werden und dass Sie dann in den nächsten Jahren nach Nürnberg kommen, denn wir können Ihnen ganz viel bieten, außer Digitalisierung, Lebkuchen und Nürnberger Bratwürsten. Ja, der Titel, die Digitalisierung der Schule geht nur Hand in Hand. Wenn ich ein Fragezeichen dahinter setzen würde, dann würde jeder sagen, ja, dann wäre die Keynote zu Ende. Und Sie wären mir während meiner Keynote nicht eingeschlafen, dann hätte ich mein Ziel erreicht. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und wenn man mit Pädagogen oder mit Schulträgern spricht, auch in der Diskussion die letzten Jahre, auch im Bündnis für Bildung, dann fällt mir immer ein Satz ein von Karl Valentin. Sie hören vielleicht an meiner Stimme, ich komme aus Franken, also ich bin ein seit 1806 eingemeindeter Bayer. Und es gibt einen schönen Satz, der heißt, mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut. Und das mit diesem Ja sagen, in Deutschland ist es glaube ich nicht unbedingt so üblich, dass man Ja sagt. Ja, man sagt, jein, vielleicht, kommt drauf an. Ja, aber, ist auch ein schöner Satz und der einzige Ort, der ist mir dann eingefallen, wo man Ja sagen muss in Deutschland, ist das Standesamt. Ja, da muss man Ja sagen, weil sonst funktioniert das nicht. Und das mit dem Standesamt, das ist so ähnlich wie mit der Digitalisierung oder mit der heutigen Keynote. Es sind Treffen zwei Welten aufeinander, Mann und Frau. Ja, sagen beide Ja, werden die zum Ehepaar. Und dann ist natürlich die Frage auch, ja, was, wenn man das auf Schulträger und Pädagogen übernimmt, überträgt, was sind eigentlich die Rollen und Aufgaben der Schulträger, der Pädagogen? Was ist eigentlich Digitalisierung in der Schule? Und wie geht man Hand in Hand? Und deshalb habe ich meine Keynote auch so ein bisschen gegliedert in diese Richtung, das Rollenverständnis und die Zuständigkeit der Schulträger, der Pädagogen. Dann, was ist eigentlich Digitalisierung in der Schule? Ja, digitale Kompetenzen, spricht jeder davon. Dann Digitalisierung des Unterrichts, die Digitalisierung des Gebäudes. Und wie kommt man da eigentlich hin? Und zwar, indem man strategisch vorgeht, also eine Art ja, in der Kommunikation und auch, wie wird das Ganze auch nachhaltig. Das heißt, Sie werden, didaktisch habe ich es so aufgebaut, wir fangen da an, wer sind wir eigentlich, was ist das Endergebnis und wo kommen wir dann hin? Und das Spannende ist, Sie haben es gehört, ich bin aus Bayern, ich kann natürlich jetzt nicht für 16 Bundesländer sprechen, ich glaube, das ist auch eine der großen Herausforderungen, die wir in der Digitalisierung haben, der Föderalismus mit 16 unterschiedlichen Verständnissen von Schule ist, deswegen habe ich immer mich auf Bayern bezogen und das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz mal rausgesucht. Und da ist es relativ einfach gegliedert. Träger des Schulaufwands. Die zuständigen Kommunen, kommunalen Körperschaften tragen den Schulaufwand. Also sind der Aufwandsträger, der Schulträger, der Sachaufwandsträger. Und wenn man dann schaut, was ist Schulaufwand, dann ist es eben nicht der Personalaufwand, ja, sondern es sind die übrigen Aufgaben. Ja, der ordnungsgemäße Schulbetrieb, unter anderem fand ich auch ganz spannend die Hausmeisterwohnungen, aber eben auch die Lehr- und die Lernmittel. Das ist also die Rolle des Schulträgers, des Sachaufwandsträgers. Die Finanzierung des Gebäudes, die Verwaltung bzw. das Zur Verfügung stellen von
Lernmitteln. Ist eigentlich ganz einfach. Bei den Lehrern und Pädagogen habe ich es ein bisschen anders gemacht. Ich habe gesagt, okay, gut, wenn es Sachaufwand gibt, gibt es Personalaufwand. Dafür ist normalerweise der Staat zuständig. Und das Spannende ist, bei Personalaufwand steht, umfasst den Aufwand nach dem Beamten, Tarif und so weiter Bestimmungen, die gesetzlichen Beiträge zu Berufsgenossenschaften für Lehrkräfte und andere Mitarbeitern an Schulen. Jetzt ist aber die Frage auch, was ist eigentlich die Aufgabe von Schulen, was ist die Aufgabe von Pädagogen? Da gibt es bei uns in Bayern das Bayerische Unterrichtserziehungsgesetz. Ja, die Schule soll vermitteln die Liebe zur bayerischen Heimat. Ich weiß nicht, ob in Niedersachsen dabei steht, das Streicheln des Niedersachsenpferdes. Ich habe keine Ahnung, wie es in Niedersachsen ist, aber in Bayern steht es eben mit dabei. Was ich viel spannender finde, ist auch, insbesondere Buben und junge Männer zu ermutigen, ihre künftige Vaterrolle verantwortlich anzunehmen, sowie Familien- und Hausarbeit partnerschaftlich zu teilen. So, meine Damen und Herren, die Männer und Buben unter uns, fragen Sie mal Ihre Frau, ob das passt. Wenn nicht, würde ich Sie bitten, nochmal in Bayern in die Schule zu gehen. Der letzte Punkt, und den finde ich wieder ganz spannend, die Bereitschaft zum Einsatz für die freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat und zu seiner Verteidigung nach innen und außen zu fördern. Und dann geht es eben noch weiter. Es geht da auch weiter, auf die Arbeitswelt und auf den Beruf vorzubereiten. Und in Absatz 3, machen Sie mit Neuem vertraut. Also eigentlich passt das ganz gut. Jetzt habe ich eine meiner Lieblingsfolien. Das Internet ist für uns alle Neuland. Ich kann jetzt nicht alles sehen, aber ich bitte Sie einfach mal nur die Hand zu heben, wer dieses Zitat kennt. Das sind fast alle. Jetzt bitte ich Sie aber auch mal die Hand zu heben, wer weiß, wie dieses Zitat weitergeht. Und das ist das Schöne an Schule, ne, teilweise, oder man kann, oder auch so Keynotes, man kann verblüffen. Es geht nämlich weiter, indem es heißt, und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Das hat Frau Merkel gesagt in einem Besuch von Barack Obama. Das Ganze können Sie auch in einem YouTube-Video nachlesen oder nachschauen. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, bereiten wir unsere Schüler auf das vor, was dieses neue Internet, dieses Neuland bedeutet? Kommen wir aber nochmal zurück zur Ehe. Da hat es eigentlich, ja, da war das auch so, ne? Mann, Frau, Ehepaar, klar. Und heutzutage, wisst ja, früher war es auch so, da war die Entscheidung immer relativ einfach. Ja, Pepsi oder Coca-Cola, Tatort oder Rosemunde Pilcher. Und das passt heute alles irgendwie nicht mehr so. Ja, heutzutage heiraten Mann, Frau, Frau, Mann, Frau, Frau, Mann und so weiter. Man weiß es gar nicht manchmal so genau. Auf jeden Fall sind die verheiratet und das Gesetz wurde angepasst. Ja, anstatt ARD und ZDF gibt es Netflix. Und statt Cola oder Coca-Cola und Pepsi gibt es dann irgendwelche jungen Hipster-Limonaden mit glutenfrei und keine Ahnung was. Also irgendwie ist alles etwas komplizierter geworden. Und deshalb ist ja dann die Frage, brauchen wir ein neues Modell des Lernens? Und viele von Ihnen kennen das vielleicht auch. Ja, das ist dieses berühmte Modell der 21st Century Skills, wo es darum geht, wie man neu lernt, wie sich das alles ändert und wie eigentlich auch alles geändert werden muss. Ich finde das Modell ganz schön. Ja, es ist ganz bunt. Trifft auch ein bisschen so fast den Bundestag, so von den Farben her. Ja. Und jetzt möchte ich aber nochmal zurückgehen auf das eigentliche Gesetz in Bayern. Ja, die Bereitschaft, den demokratischen Staat zu fördern und zu schützen, klassische Sozialkunde, auf die Arbeitswelt vorzubereiten und eben mit Neuem vertraut machen. Also eigentlich sind in einem bayerischen Schulgesetz oder ja, die 21st Century Skills schon enthalten. Die Frage ist aber, wie werden sie gelebt oder was wird erwartet? Und das ist, glaube ich, der zweite Punkt. Um was geht es eigentlich bei dieser Digitalisierung in der Schule? Und jetzt kommen natürlich sofort, jetzt kann ich
wenn mich mit allen Lehrern hier das verschätzen und sagen, Lehrerbashing betreiben und sagen, okay, ja, die Lehrer, die können das ja alles nicht. Und ja, die können ja nicht mal einen Beamer bedienen und mit diesem Facebook kommen die auch nicht so zurecht. Oder ich mache mir das auch ein bisschen unbeliebt und sage, okay, die Schulträger, die kriegen ja gar nichts auf die Reihe. Also dieses Internet, das funktioniert ja gar nicht. Und von WLAN, das können die ja auch nicht. Also dieses klassische Bild, das man ganz oft sieht, ja, Digitalisierung der Schule ist, ab sofort wird alles digital gemacht. Wenn man aber nochmal zurückgeht, jetzt habe ich den falschen Knopf. Wenn man nochmal zurückgeht, eigentlich geht es um was ganz anderes. Es geht darum, wie wollen wir zukünftig zusammenleben und wie kriegen wir das gemeinsam hin, die Pädagogen und die Sachaufwandsträger. Und ich glaube, da ist einfach klar zu überlegen, welche Rolle habe ich, welche Aufgaben habe ich und wie bringe ich das zusammen, indem man gemeinsam kommuniziert. Also das heißt, eine digitale Schule soll nicht aussehen wie hier, WhatsApp und die Lehrerin schaut ein bisschen verzweifelt. Das Bild ist auch ein bisschen gemein, weil dieses Bild ist nämlich nur ein Screenshot aus einem anderen, auf einer anderen Karikatur aus der Welt. Und da geht es um was ganz was anderes. Es geht nämlich gar nicht um diese Lehrerin, die mit den Geräten verzweifelt, sondern es geht um ganz andere aktuelle Themen. Aber es ist mir ganz schön, wenn man digitale Technik verwendet, wie schnell man einen Blick verfälschen kann. Das heißt, eine Schule braucht eine Ausstattung, ein Warenkorb, aus dem sie das machen kann. Also ein Endergebnis, das hier, was wir in Nürnberg praktizieren, wir sagen, wir haben einen standardisierten Warenkorb, ja, der jedes Jahr überprüft wird. Meine Kollegen hatten am letzten Montag das letzte Gespräch dazu, wo sie sich mit Pädagogen zusammensetzen und überlegen, was brauchen die Schulen zukünftig. Da sind PCs drin, da sind Notebooks drin, da sind Beamer drin, also alles, was man eigentlich so braucht und das möglichst standardisiert, damit es eben in den Klassenzimmern auch funktioniert. Was brauchen wir noch? Die Digitalisierung des Gebäudes. Ja, also ich glaube, es vergeht kein Tag, wo das Wort Glasfaser nicht in den Medien ist. Also wir brauchen ein Glasfaser ins Gebäude. Wir brauchen eine Vernetzung im Gebäude. Und wir müssen das Ganze dann mit WLAN anschließen in die Klassenzimmer. Und das Schöne ist, früher haben das immer Lehrer gemacht. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Familie, auch Lehrer wissen auch das alles, wie das geht. Und die wissen das meistens auch noch besser. Aber eine Schule ist einfach ein großes Gebäude. Und wenn man ein bisschen vergleicht in die freie Wirtschaft, ich weiß jetzt nicht, wie viele Mitarbeiter Klett Mint hat oder der Klett Verlag insgesamt, aber wenn ich mir überlege, eine Schule hat im Durchschnitt 100 Lehrkräfte, also 100 Mitarbeiter und 1000 Kunden am Tag, dann kann das eigentlich nicht mehr durch Lehrkräfte geleistet werden, sondern es muss durch Fachleute gemacht werden, die eben mit dem Sachaufwandsträger zusammenarbeiten. Wir brauchen Präsentationstechnik, wir brauchen, das kann eine digitale Tafel sein, wir brauchen Endgeräte, Dokumentenkameras, und wir brauchen natürlich, ohne WLAN geht es nicht mehr WLAN. Das ist eigentlich das Endergebnis. Und das ist die Frage, wie kommen wir eigentlich von diesem Endergebnis, dass der Lehrkraft die Digitalisierung richtig verwendet, um unsere Kinder so zu erziehen, wie wir uns das vorstellen, aus dem 21. Jahrhundert, aus den Skills. Wie kriegen wir das hin? Wie bekommen wir die Geräte hin, dass die funktionieren? Wie bekommen wir hin, dass das Internet schnell genug ist und wie bekommen wir hin, dass die Geräte auch in den Klassenzimmern gewartet werden und so weiter. Und das ist eben die große Herausforderung. Und das Spannende ist, was wir in Nürnberg gemacht haben, wir haben uns noch überlegt, wen brauchen wir eigentlich alles dazu? Und da sind wir wieder beim Ehepaar. Sie heiraten ja nicht ihre Frau alleine, ja, oder ihren Mann. Sie heiraten ja diese ganze Verwandtschaft mit. Ja, also meistens sind die ja alle immer ganz nett und lieb, ja, und ähnlich ist es in der Schule auch. Also wir haben uns einfach mal versucht, am Anfang zusammenzusetzen und überlegen, wer redet eigentlich mit, wenn es um das ganze Thema WLAN und Vernetzung geht. Und wir sind auf sage und schreibe 36 verschiedene Personengruppen gekommen, die da alle auf diesem Post-it sind. Also von Personalvertretungen bis dem Umweltverbänden, weil WLAN strahlt, von den Lehrern, von den Sekretärinnen, vom Hausmeister, der das dann für die Heizungssteuerung nutzen will und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben uns am Anfang mal zusammengesetzt und überlegt, wen brauchen wir eigentlich? Und das war eine ganz spannende Analyse.
Und es war auch ein ganz kreativer Prozess. Und Sie sehen, das ist mit Post-its passiert. Also das hat mit Digitalisierung am Anfang noch gar nichts zu tun gehabt. Aber ganz viel mit Kommunikation. Und dann haben wir festgestellt, Kommunikation, ja, okay, die reden miteinander. Die Techniker reden, die Lehrer reden, der Hausmeister spricht, das Schulträger spricht. Nur die verstehen sich nicht. Die reden nämlich, will ich sagen, aneinander vorbei, aber die reden beide vom selben, aber nicht vom gleichen oder umgedreht. Und dann haben wir eins gemacht, wir haben einfach mal so ein Schulgebäude auf ein Post-it geklebt, auf ein großes Flipchart geklebt und haben dieses Schulgebäude mal einfach abgebildet. Von der Turnhalle, von der Aula, vom Heizungskeller, vom EDV-Raum, vom Büro des Schulleiters, vom Lehrerzimmer und einfach mal klar zu machen, um was geht's eigentlich, weil viele Ingenieure haben so eine Schule eigentlich das letzte Mal von innen gesehen, als sie ihr Abiturzeugnis bekommen haben. Und die Lehrer haben die Schule seitdem fast nicht mehr verlassen, außer dass sie an der Uni waren. Also das heißt, es war ganz wichtig, einfach auch eine gemeinsame Basis zusammenzufinden. Und das war für uns auch ein ganz, ganz spannender Prozess. Und plötzlich war auch klar, wir reden tatsächlich miteinander über das Gleiche, beziehungsweise verstehen uns ganz gut. Und haben dann auch festgestellt, dass wir gesagt haben, was sind so eigentlich die Bedarfe? Also ein ganz lustiges Beispiel war dann, ich habe gesagt, ja, ich stelle mir Digitalisierung in der Schule so vor, 1000 Schüler schauen gleichzeitig YouTube-Videos in HD. Dann hat mein Netzwerktechniker gesagt, ja, also Videos in HD können wir schon machen, aber 1000 gleichzeitig auf keinen Fall. Und dann hatten wir aber die Kollegen vom Glasfaser dabei und er hat gesagt, das ist doch kein Problem. Wir können das Glasfaser skalieren, dann machen wir das schon. Und das war ganz interessant auch, die unterschiedlichen Anforderungen zusammenzubringen, zu überlegen, was sind Anforderungen in der Schule? Und dass wir gesagt haben, okay, der Kunde Schule soll sich mal überlegen, was er eigentlich alles so braucht. Es war ein ganz spannender Prozess. Es ging bei den Geräten beispielsweise darum, dass am Anfang von Lehrern in der Grundschule, wir brauchen unbedingt einen i7, weil wir das und das und das machen. Ja, der Gymnasiallehrer hat gesagt, ach nee, mir reicht eigentlich ein i3, weil meine Lehrer, die wollen ja sowieso nur das und das. Also das war ganz interessant, ein Prozess. Und dann, das haben wir dann mal versucht, in Anwendungsfallkarten festzulegen. Das war ein spannender Prozess, weil da musste man sich selber erstmal klar werden, was will ich eigentlich auch? Und das war ganz wichtig, auch wieder in diesem Rollenverständnis, in welcher Rolle bin ich denn? Bin ich tatsächlich der Systembetreuer, der Bastler, der diese Systeme alleine aufbaut, oder bin ich tatsächlich Lehrer und Pädagoge und eigentlich ist meine Hauptarbeit zu unterrichten? Und diese Anwendungsfallkarten haben beispielsweise auch dazu geführt, dass ein Hausmeister vielleicht das Netz viel öfter nutzt als vielleicht der Schulleiter oder die Sekretärin. Und das war auch für uns ganz spannend. Das hat nämlich dazu geführt, dass wir versucht haben, Standards zu entwickeln, wie zukünftig Gebäude bei uns vernetzt werden. Wie viele Steckdosen brauche ich? Ja, weil Bring Your Own Device oder Klassensätze mit Tablets zu arbeiten, ohne Strom geht nicht. Ja, wir haben auch festgelegt, wie viele Access Points wir brauchen, wie viele Datendosen wir brauchen und so weiter. Und das ist mittlerweile Standard. Und das haben wir zusammen mit den Schulen festgelegt. Und das Interessante ist, wir diskutieren jetzt nicht mehr mit Schulleitern darüber, sondern das ist drin und wenn er es nicht nutzt, dann nutzt er es nicht. Aber es ist ein Standard in der Schule wie eine Wasserleitung oder eine Stromleitung. Und das sind auch Punkte, die wir dann, das sind wir wieder beim Thema Kommunikation oder Ehe, es gibt einfach Dinge, die sind so, wie sie sind und darüber wird nicht diskutiert. Punkt. Das kennen Sie vielleicht aus Ihrer Beziehung zu Hause auch. Ja? Die Socken gehören halt nicht auf den Boden. Oder auch nicht. Ja. Das war für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das festgelegt haben. Und dann war das Spannende für uns, dass wir gesagt haben, okay, was machen wir jetzt mit dieser Verwandtschaft? Also wie beziehen wir die Leute mit ein, die dann später uns das Geld geben, beziehungsweise uns vielleicht das Thema behindern und so weiter. Und wir haben dann gesagt, wir gehen regelmäßig in den Nürnberger Stadtrat. Und das Interessante war, der Nürnberger Stadtrat hat gesagt, ja, das klingt gut, das machen wir.
War für uns auch ein bisschen überraschend, weil wir im letzten Jahr schon, wir haben also nicht auf die Wanka-Milliarden gewartet oder auf die Söder-Millionen. Wir haben letztes Jahr vom Nürnberger Stadtrat ein Programm aufgestellt, wo wir sagen können, wir können die Vernetzung, die Infrastruktur so aufbauen und alles, was an Fördermitteln kommt, das können wir dann teilweise gegenrechnen. Jetzt kommt wieder der Werbeblock für unseren Kämmerer. Lieber Kämmerer, herzlichen Dank dafür. Ja, weil es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir eben strategisch planen können, dass wir wegkommen aus dieser Projektorientierung, aus dieser, ja, aus diesem, jetzt kommt mal eine Welle und in 5 Jahren sind die Geräte kaputt und ich kann nicht mehr wieder arbeiten. Es geht um eine strategische Arbeit. Was wir auch gemacht haben, wir gesagt haben, wir laden jedes Jahr einmal die Schulleitungen ein, damit die Schulleitungen verstehen, um was es eigentlich geht. Wir haben auch gesagt, die Systembetreuer, also die kommen in 2 Wochen wieder zu uns. Da kommen von 140 Schulen in Nürnberg so um die 180 Leute. Meistens in den letzten Jahren war es dann immer so, dass natürlich da auch über die Herausforderungen gesprochen wurde oder was nicht geht. Aber mittlerweile ist, gerade wenn es um so Sachen wie geht wie Standardisierung, ist da auch ein Rückhalt da und die tragen das auch mit. Ein ganz wichtiger Punkt, der für uns ganz wichtig war, war auch die Personalvertretungen von Anfang an mit ins Boot zu holen. Denn klar, im Schulrecht oder in Schulen sind die Personalvertretungen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was wir auch machen, ist, wir informieren alle unsere Lehrkräfte in Nürnberg und versuchen einfach die Kommunikation zu starten und oder auch aufrechtzuerhalten und Kommunikation anzubieten. Da sind wir wieder bei dem Thema Mann und Frau oder ja, Kommunikation in einer Beziehung. Wenn man nicht redet miteinander, dann funktioniert es halt nicht unbedingt gut und das haben wir auch gemacht. Deswegen gibt es bei uns mittlerweile eine E-Mail-Adresse nur für das Thema digitale Schule. Wir versenden einen Newsletter. Wir veröffentlichen alles, was wir tun, auf unserer Homepage. Und das Spannende war für uns, dass wir auch Techniker mittlerweile oder technische Probleme in diesem Newsletter beschreiben. Also beispielsweise, wie funktioniert so ein Meshnetz, ein Glasfasernetz? Und das ist so sprachlich aufbereitet, dass auch Kolleginnen und Kollegen in der Schule das einfach verstehen und es einfach ihnen weiterhilft. Weil, sie wissen das auch, wieder aus ihrer Beziehung vielleicht zu Hause oder aus vom Hörensagen, wenn Freunde sich bei ihnen ausheulen, wenn Mann und Frau miteinander reden, muss man manchmal eine andere Sprache verwenden, damit der andere das versteht. Ja, das ist einfach so. Und das war so ein bisschen der Weg dorthin vom Rollenverständnis hin, wo wir hinwollen, Digitalisierung, Ausstattung, Vernetzung hin zur Kommunikation, wie kann man diesen Weg gemeinsam gehen. Jetzt fehlt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir hatten vorhin diese Lehrerin und wir haben ja vorhin, habe ich gesagt, ja, wie soll denn das mit der Fortbildung funktionieren und der Ausbildung? Und deswegen haben wir eins gemacht, das ist bei uns ein bisschen entstanden als das klassische Bild Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter, so heißt unsere IT-Strategie in Nürnberg. Sie besteht aus diesen 2 großen Säulen Infrastruktur und Ausstattung und eben auch aus dem Bereich Aus- und Fortbildung und ein Konzept dahinter. Wir haben den großen Vorteil, dass wir ein eigenes Fortbildungsinstitut haben. Und wir haben aber auch relativ schnell festgestellt, wir müssen da andere Wege gehen. Und deswegen haben wir gesagt, es muss einen modularen Aufbau geben. Manche Schulen fangen eben nicht bei Null an, andere sind ein bisschen zurück. Das heißt, es gibt eine unterschiedliche Geschwindigkeiten der Entwicklung und vor allem muss nicht jeder alles können. Aber, und Sie erkennen es vielleicht an dieser Pyramide ein bisschen, es ist so eine Art, fast so wie die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Wichtig ist uns, dass jeder Lehrer, das ist die Basis, fachdidaktisch mit den digitalen Medien umgehen kann, beziehungsweise in dieser digitalen Welt geht. Und was wir jetzt auch machen als Sachaufwandsträger, dass wir sagen, eine technische Einführung ist immer mit eingekauft. Also es soll bei uns keine Geräte an die Schulen gehen, ohne dass es eine technische Einführung gibt. Weil ich sage ganz offen, das ist einfach so, wenn ich neue Geräte bekomme, muss ich mich auch damit neu auseinandersetzen und ich brauche jemanden, der mir das zeigt. Und es trägt einfach auch dazu bei, dass Kollegen damit umgehen können und dass sie eben einfach auch sicherer werden, weil teilweise ist ja auch die Angst da, dass man als Lehrer dann vor dem Videorekorder steht und sagt, liebe Kinder, könnt ihr mal den Videorekorder anschalten? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, die Jüngeren und unter uns kennen das alle noch. Und das ist genau der Punkt, dass wir sagen, jeder
jeder sollte in seinem Fach fit sein und soll mit den Geräten in der Schule fit sein. Weiter ist dann für uns so die mittlere Stufe dieser medienpädagogischen Fortbildungen, wo wir sagen, fächerübergreifend. Also ich bin der Meinung, nicht jeder Lehrer muss wissen, was Snapchat ist, ja, oder Instagram oder keine Ahnung, was es da alles noch gibt. Aber wenn sich Lehrer dafür interessieren, dann sollten sie die Möglichkeiten haben, sich fortzubilden. Und für mich und auch für uns ist so ein bisschen die Spitze des Eisberges dann eben spezielle Fachfortbildungen, die, jetzt muss ich wieder aufpassen, im Stadtrat habe ich neulich gesagt, wenn ein Physiklehrer ein Kernkraftwerk programmieren will, dann soll er das machen, aber er soll nicht die ganze Schule können müssen. Ich habe dann Rüffel von den Grünen bekommen. Also von daher, nein, es sind natürlich keine Kernkraftwerke, es sind Windkraftanlagen. Von daher bitte ich Sie jetzt, das Thema Kernkraftwerke zu streichen. Aber ich sehe gerade auch, das wird gefilmt, von daher ist es jetzt für die Ewigkeit auch drin. Von daher, das ist das, und es geht, glaube ich, zu YouTube, habe ich vorhin gehört. Das heißt, es ist für immer das Internet. Und das sind eben Kenntnisse oder Wissen, dass man vielleicht auch als Lehrer Wissen haben oder wissen sollte oder haben sollte. Denn das Internet vergisst halt einfach nichts. So wie die Schwiegermutter. Von daher war für uns ganz wichtig, dass wir sagen, okay, Basispflicht für alle Lehrkräfte, möglichst für alle Lehrkräfte, fakultativ für Lehrerkolleginnen und eventuell fakultativ für Einzellehrkräfte. Und jetzt war die Frage von uns, wer kann das eigentlich leisten, diese Fortbildungen? Wir versuchen, möglichst viele Fortbildungen, die für die Basis sind, in die Schulen zu geben. Das heißt, es findet vor Ort statt, weil wir einfach vermeiden wollen, dass die Leute dann in ein Fortbildungsinstitut gehen, da eine ideale Ausstattung haben und dann nach Hause in die Schule kommen und sagen, ja, ich würde ja gerne so arbeiten, wie ich es gestern gelernt habe, aber ich kann es nicht, weil ich die Ausstattung nicht habe. Und eine gewisse Ausstattung ist immer da. Und wir wollen oder wir werden Experten einladen, die diese Themen können. Ja, ein YouTuber oder ein Influencerin oder Influencer, der dann Lehrkräften mal erzählt, dass er im Monat 10.000 Euro damit verdient, dass er irgendwelche Produkte in die Kamera hält und das macht er mit einem Handy. Das ist einfach glaubwürdiger, wenn ich da vorne stehe und sage, mit YouTube kann man viel Geld verdienen. Ja, also das ist so ein bisschen der Weg, den wir gehen wollen. Und das ist auch ein Bereich, wo ich sage, das ist der Bereich, wo die Pädagogen sagen müssen, was sie brauchen, wo auch Sachaufwandsträger unterstützen können, aber da sind wir wieder bei dem Thema Rollen. Es gibt einfach Themen, da ist der Sachaufwandsträger zuständig, da muss der sich drum kümmern und es gibt Themen, da muss sich der Lehrer, der Pädagoge drum kümmern. Und Sie haben vorhin als letztes, und das ist glaube ich auch mittlerweile so ein Wort, das jeden Tag, wenn es mit Schule geht, ist das Wort Medienkonzept. Ja, jede Schule braucht ein Medienkonzept. Und Konzepte werden dann geschrieben, sie werden schön abgetippt, ausgedruckt und dann in die Schublade gelegt. Und ich glaube, wichtig ist, dass man versteht, dass ein Medienkonzept eben mehr ist als nur ein Mediencurriculum, eine Lehrerfortbildung oder ein Ausstattungsplan, sondern es ist klassische Schul- oder Organisationsentwicklung. Da kann man als Sachaufwandsträger, als Kommune unterstützen, aber es ist eben Aufgabe der Schule und des Schulleiters und deswegen ist auch die Schlüsselrolle beim Schulleiter, das als Schulentwicklung zu verstehen, als Qualitätsmanagement zu verstehen und das geht eben auch nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das versteht und dass auch jede Schule da, ich will nicht sagen, dass ihren eigenen Weg geht, aber zumindest versucht, dem gerecht, dass man zumindest das gleiche Ziel hat, aber dieses Ziel vielleicht unterschiedlich erreicht, weil man unterschiedlich weitergehen kann. Also diese berühmten unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken schon, die Kommunikation ist eigentlich alles. Die Kommunikation ist aus meiner Sicht das Wichtigste und zwar nicht nur miteinander reden, sondern auch gemeinsam Beschlüsse zu fassen, gemeinsam Vereinbarungen zu treffen, diese auch wieder zu überprüfen und im Endeffekt haben wir in Nürnberg oder nichts anderes gemacht bei der Entwicklung der IT-Strategie, als dass wir ein Konzept entwickelt haben, das sich als Prozess entwickelt hat, das klare Rollen zuweist, das klare Zuständigkeiten zuweist. Und unabhängig davon werden wir natürlich alle weiterhin die bayerische Heimat lieben, das ist vollkommen klar. Wir werden aber auch versuchen, dass unsere Kinder
eben mit Neuem konfrontiert werden und dementsprechend auch auf die Berufswelt vorbereitet werden. Und von daher habe ich noch eine letzte Folie und die fand ich eigentlich ganz schön. Halt, ist jetzt da? Doch, ja. Ja, die, so hier. Und zwar als letzte Weisheit noch zum heutigen Tag, zum Thema Ehepaar, also ältere Ehepaare. Wenn man die fragt, was ist der erfolgreich oder was ist der Erfolg einer langen Ehe, wenn er etwas schlechter hört und sie etwas schlechter sieht. Also das heißt, eine gewisse Toleranz, miteinander umzugehen. Nicht jeder weiß alles sofort oder man braucht einfach Geduld und man muss einfach sich auch verstehen können, aufeinander einlassen können. Und von daher bedanke ich mich ganz, ganz herzlich nochmal für die Einladung bei dir, David. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Manche haben zwischendurch gelacht, das heißt, Sie sind nicht eingeschlafen. Und ich stehe Ihnen gerne jetzt noch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.